Recht herzlich willkommen zu unserer täglichen gemeinsamen Bewegungseinheit. Schön, dass ihr mit dabei seid, egal wo ihr auch immer mittut. Warum, das zeige ich euch dann gleich, weil rund um den Erdball, könnte man sagen, wird aktiviert, wird bewegen wir uns gemeinsam, dass es rauskriegt. Freitag ist, man merkt schon, geistig vielleicht schon ein bisschen im Wochenende. Ja, aber wir wollen keine Zeit verlieren. Wir starten gleich hinein mit der ersten Übung. Und dazu schauen wir, dass wir ungefähr mal so hüftbreit, schulterbreit stehen, eher so hüftbreit. Ja. Unsere Ausgangsposition, aufrechte Körperhaltung, die haben wir, das ist klar, die brauchen wir immer wieder. Schultern einmal nach oben ziehen, nach hinten ziehen, ach, groß machen, genau, wir machen uns groß, sehr schön. Und jetzt beginnen wir mal hier, unsere Fersen anzuheben, das heißt Sprunggelenke mobilisieren, mal ganz locker da mal hineinmarschieren in diesen Freitag. Ja, momentan bei uns ein bisschen Regen draußen, aber das soll sich ja ändern, haben wir gerade gehört. Temperaturen bis zu 30 Grad, das ist ja schön. Genau, ganz locker beginnen einmal, einfach nur hier zu mobilisieren am Stand. Das ist unsere erste Übung. Gegen Ende hin wird es heute einmal richtig flotter, das heißt, da werden wir heute laufen. Ja, jeder so gut und so schnell er kann. Ja, sehr schön. Und einfach nach oben ziehen. Ja, ganz locker. Und jetzt schön langsam. Heben wir ab, das heißt, wir erhöhen das Tempo etwas. Wir beginnen hier etwas schneller zu gehen. Die Arme schwingen mit. Die Atmung lassen wir fließen. Wenn es geht, setzen wir unser Lächeln auf. Sehr gut. Und marschieren schon Richtung Wochenende. Einfach einmal nur dahin marschieren. Arme schwingen. Dann können wir versuchen, mit den Knien ein bisschen höher zu gehen. Sehr gut. Warm-up-Phase. Atmung fließt. Sehr schön. Und jetzt bringen wir dann ein bisschen einen Rhythmus rein. Und zwar werden wir dann einmal mit der Ferse aufsetzen und einmal mit der Spitze. Das heißt, wir haben einmal Ferse, einmal die Spitze. Okay? Und das versuchen wir jetzt gleich. So im Rhythmus geht, wenn man sich irgendwo anhält, genauso gut. Man kann ja dieses Ganze ein bisschen größer machen von der Bewegung. Fast tänzerisch könnte man sagen, dass wir uns hier bewegen. Ferse, Spitze. Ja, muss ein bisschen drüber nachdenken immer. Mhm. Konzentration ist angesagt. Bei der Sache sein. Alles abdrehen, sonst rundherum. Kein Handy, gar nichts. Ja, das sind eure Minuten. Hm? Sehr schön. Wohlfühlfaktor erhöhen. Sehr schön. Ferse, Spitze. Und jetzt kommt dann natürlich der Wechsel beim nächsten Mal dann. Ferse und jetzt. Anderes Bein, die Ferse und da die Spitze jetzt. Ja? Ferse, Spitze. Aber im Wechsel natürlich jetzt. Also der Wechsel. Ja? Sehr gut. Sehr schön. Genau. Wie gesagt, entweder langsam oder ein bisschen größer. Im Takt dazu tanzend zur leisen Musik, die im Hintergrund läuft. Okay, wir kommen wieder zur Mitte, nehmen wieder unser Tempo auf und gehen her. Aber jetzt ziehen wir unsere Knie nach oben und zwar machen wir das einmal langsam. Das heißt, wir ziehen hier richtig schön die Knie nach oben, so gut es geht. Linkes Knie, rechte Handfläche, ziehen nach oben. Schön nach oben ziehen, so gut es geht. Sehr gut, nach oben. Und auch da kommt dann gleich die Ferse ins Spiel. Jetzt ziehen wir mal nach oben und auch da können wir jetzt mal versuchen, uns abzudrücken über die Fußballen. Ja, sehr schön, nach oben abzudrücken. Versucht das einmal. Ja, und jetzt im nächsten Schritt, wir ziehen nach oben, setzen dann die Ferse auf, kommen retour und ziehen wieder nach oben. Also linkes Knie nach oben ziehen, absetzen, Ferse. Ja, also nach oben, zack, richtig schön. Und dann natürlich versuchen, sich abzudrücken, nach oben zu gehen. Sehr schön. Versuchen, ja. Wenn nicht, für die Einsteiger ziehen nach oben, setzen die Ferse ein, machen es ganz locker. Die Fortgeschrittenen ziehen etwas weiter nach oben und die Profis drücken sich richtig schön hier ab. Ja. So, wir gehen wieder. Und jetzt natürlich andere Seite. Das heißt, rechtes Knie, linke Ferse. Rechtes Knie, linke Ferse. Ja, nach oben ziehen, Einsteiger. Fangen da an,
Fortgeschrittene ziehen weiter nach oben und die Profis drücken sich so richtig schön ab. Sehr gut, nach oben ziehen. Jawohl, sehr gut. Sind wir gescheit aufgewärmt heute. Und nach oben. Jawohl. Oder wie gesagt, einfach nur eins, zwei und wir haben schon. So, bei der nächsten Übung stellen wir unsere Beine etwas enger zusammen. Dann gehen wir nach unten, stützen uns da ab. So, und jetzt gehen wir mit unseren Knien einmal nach rechts im Kreis. Wir gehen nach hinten, links, nach vorne, stellen wir mal seitlich hin. Vielleicht sieht man es da besser. Ja, ganz locker beginnen, in kleinen Bewegungen. Bitte nur so gut machen, wie es geht. Wenn wir spüren, irgendwas tut weh, sofort einstellen. Also wenn es Einschränkungen, Problemchen gibt, das bitte mit dem Therapeuten abklären. Ja. Ja, und dann kann man natürlich da größer werden vom Radius her, wenn man merkt, es funktioniert. Und auch da mal anzuhalten und in die andere Richtung zu gehen. Ja, klein beginnen, klein anfangen und dann natürlich da größer werden. Und dann kann man dazwischen noch einmal die Richtung wechseln. Sehr gut. Oh, da knackst du richtig heute bei mir. Ja, die Margarete. Die hat uns ein Video geschickt. Und zwar am Segelboot. Da schaut sie ja auf Fidschi. Ja, oder bei Fidschi. Das ist schön. Huh? Strahlend blauer Himmel. Und sie turnt mit. Das ist schön. Ja, sehr gut. Okay, wir kommen wieder nach oben. So, Kniebeuge, aber zuvor mit dem Kniehub, den haben wir heute schon ein paar Mal gehabt. Das heißt, Kniehub, wir ziehen nach oben, steigen rüber, gehen nach unten, Einsteiger, fortgeschrittene Profis, schieben nach oben und wenn wir oben sind, steigen wir nach. Ja, also Kniehub, rübersteigen, Kniebeuge, nach oben kommen, nachsteigen. Und immer den Kniehub haben wir dabei. Genau, sehr schön. Und wieder rüber. Ja, genau. Und wieder nach unten. Sehr gut. Lasst euch Zeit. Ja, geht's nach unten. Versucht die Übungen wirklich sauber zu machen. Vor allem bei der Kniebeuge ganz wichtig. Ihr macht bitte weiter. Schaut, dass die Zehenspitzen nach vorne zeigen. Fühlt euch wohl in der Position, schmäler, breiter. Und dann natürlich schauen, dass wir mit dem Gesäß nach unten gehen. Ja, und nicht mit dem Oberkörper nach vorne. Die nach unten, so gut es geht. Und dann schieben wir schön nach oben. Und dann natürlich steigen wir rüber. Also eins, zwei. Genau, sehr schön. Und nach unten. Unsere Oberschenkel, die wir im täglichen Leben immer wieder benötigen. Die Kraft daraus. Und da, wie gesagt, der Kniehub, den wir heute auch bei einigen Übungen schon hatten. Sehr gut. Und nach unten. Übersteigen. Sehr gut. Und dann machen wir noch 5, 4, 3, 2 und der letzte. Sehr gut. So, Iliaser Kragelenk, Bindeglied, Oberkörper, Beine. Dazu drehe ich mich wieder um. Da hinten unsere Knochen, geben wir unsere Daumen hin und jetzt ziehen wir da nach oben. Das heißt, wir bewegen uns nicht rechts, links, sondern wir versuchen da nach oben zu ziehen. Und mit den Daumen sieht man das schön. Ich komme wieder zu euch nach vorne. Versucht das halt vielleicht eher auch die Fußspitzen anzuziehen nach oben. Genau, das ist die richtige Bewegung. Ja, und die Lisbeth, die hat mir auch geschrieben, meine Enkel, der Jonathan und die Paula. Da steht, die sind gerade beim Hacken mit dabei, hat geschrieben, die üben schon fürs Gemüseschnitzeln. Ja? Also, genau die Übung ist das. Ja? Schön nach oben ziehen. Sehr gut. Okay, so, jetzt können wir eine Spur breiter werden und beginnen hier in der aufrechten Körperhaltung, die wir haben. Der Nabel zieht Richtung Wirbelsäule, unsere Handgelenke zu mobilisieren. Das heißt, wir haben hier unseren klassischen Achter. Fangen wir langsam an, langsam beginnen, ja, dann einmal die Richtung zu ändern, dann kann man etwas schneller werden, wer möchte, sehr gut, und wieder.
Richtungswechsel. Also ihr entscheidet darüber, wann ihr wechselt, wie ihr wechselt, wie intensiv ihr die Bewegungen ausführt. Ja, kommen retour. So, und jetzt nehmen wir unsere Ellbogen dazu und versuchen da jetzt, ich zeige es einmal langsam her, auch einen vor uns liegenden Achter zu zeichnen. Ja. Ellbogen, genau, sehr schön, Achter. Und wenn das dann rennt, dann können wir richtig schön schwingen. Ja, schwungvoll geht's hinein. Ins sonnige Wochenende. Und da stoppen wir jetzt kurz einmal, stoppen. Und jetzt gehen wir retour in die andere Richtung. Andere Richtung, sehr gut. Und sehr schön. So, jetzt stoppen wir. Und jetzt nehmen wir unsere ganzen Arme, also richtig schön Arme gestreckt, und zeichnen hier ebenfalls unseren Achter. Ich zeige es einmal langsam her. Langsam Achter, sehr schön. Und dann kann man da natürlich so richtig schön mitschwingen. Und wenn wir dann drinnen sind, im Schwingen, stoppen mal ganz kurz und gehen retour in die andere Richtung. Sehr schön. Sehr gut. Okay, wir schütteln aus. Nächste Übung, wenn wir eine Spur breiter, ja, dann Knie leicht abgewinkelt. Ich zeige es mal seitlich hin. Oberkörper neigt sich nach vorne, Bauchnabel zieht nach innen. Arme strecken wir zur Seite, Daumen sind oben und jetzt geht's. Einmal, zweimal und wir schieben nach vorne. Ja, also eins, zwei und nach vorne schieben. Kommen wieder retour in die Ausgangsposition und wieder nach vorne. Sehr gut. Ja, und wieder. Und nach vorne. Ja. Genau, Körperspannung ist da, Nabel zieht nach innen und dann einmal, zweimal, zeig's mal von vorne her, also Seite, eins, zwei und schieben nach vorne und wieder retour, eins, zwei, vorne und damit geht's noch, eins, zwei und wir schieben nach vorne, kommen retour und richten uns auf, ja. Schütteln einmal ganz kurz aus, atmen durch, machen zwischendurch einmal einen Schluckerl, wenn wir brauchen. Bei uns ist es ziemlich schwül im Studio. So, Superman Air, Klassiker. Beinstellung, ja, so Hüftschulterbreit, wie ich wohlfühlt, Beine abgewinkelt. Ja. Dann gehen wir in diese Position wie zuvor. Oberkörper leicht nach vorne geneigt, Nabel zieht nach innen, Arme hängen nach unten. Ja. Und jetzt wandert ein Arm nach vorne und der andere nach hinten. Einsteigervariante, ja. Ja, Einsteigervariante. Dann können wir versuchen, das Ganze einbeinig zu machen. Somit kommt unser Standbein ins Spiel. Ja, sorgt hier für einen guten Stand, beziehungsweise, ja, dass wir nicht umkippen. Die Fußsohle ist da wieder aktiviert, arbeitet. Ja, sehr gut. Oder dann die Profi-Variante. Das heißt, von vorne sieht das so aus. Wir ziehen das linke Knie, da haben wir den Kniehub dabei, linke Kniehub, ja, rechte Handfläche und jetzt gehen wir nach hinten. Ja, jetzt zeig's einmal seitlich, ja. Also Kniehub, hoppala, genau, und jetzt gehen wir nach hinten. Genau, Konzentration, Kniehub, Handfläche und jetzt gehen wir da nach hinten, sehr schön. Und wieder nach oben gehen. Genau, und da ziehen wir schon. Jawohl, okay. Und natürlich auch die, die es einbeinig machen, bei dem Beinwechsel zu vollziehen, beziehungsweise auch dann bei der Profi-Variante immer schauen, dass wir gescheit verwurzelt sind, nach oben gehen, hinten ziehen, Körperspannung ist da, jetzt zeig's nochmal seitlich her, jawohl, da machen wir noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Wir schütteln aus. Jetzt geht es dann gleich ins Eingemachte. Große Freitagfinale. Aber zuvor machen wir Folgendes. Das heißt, wir heben an, gehen da nach hinten, öffnen da richtig schön, kommen wieder retour. Andere Seiten. Ja, und versuchen da mal ein bisschen so zu kreisen. Schön aufzumachen. Sehr gut. Andere Richtung einmal. Ja.
bisschen was zum Durchatmen. Jetzt machen wir den Beinwechsel. Auch da wieder versuchen, kleine Bewegung, größere. Und auch da dann einmal zu stoppen natürlich. Und auch hier die Richtung zu wechseln. Ausgezeichnet. Hoppala. Sehr gut. Okay, so. Wir lockern aus. Machen uns also bereit, weil jetzt laufen wir gemeinsam einen 400-Meter-Lauf. Geben noch einmal alles und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig und los geht's. Startet Hammer. Jawohl, und jetzt versucht heute wirklich noch einmal alles zu geben. Ist nur eine Runde, aber trotzdem einteilen fürs Finale. Und wir laufen. Sehr schön. Einsteiger machen es halt langsam, so, so gut es geht. Ja. Fortgeschrittene, ohne Damen und Herren, immer in der Gehhilfe. Jeder in seiner Bewegungsgröße. Und die anderen, die Profis, die Fortgeschrittenen, dort, wo es funktioniert. So richtig schön. Da sind wir dabei. So, wir sind in der letzten Kurve. Und kommen auf die Gerade. Und jetzt versuchen wir nochmal, jeder für sich, in seiner Bewegungsgröße, wirklich alles zu geben. Komm, komm, komm. Jawohl. Hui. Geht richtig rein, gell? Also auch wenn man mit einer Gehhilfe steht, kann man versuchen, so schnell wie möglich sich zu bewegen. Oder die Einsteiger. Also das Schöne ist, bei uns macht es jeder in seinem Tempo. Und dann steigern wir uns schon langsam. Ja, ja, ich sage danke fürs Mitmachen. Wochenende haben wir gesagt, Wetter wird fantastisch. Geht's raus in die frische Luft. Tunt vielleicht die eine oder andere Einheit nach in der ORF-TV-Tag. Und schaltet's ein bisschen ab, genießt die Sonne, ja, hört die Vögel zwitschern, Natur ist einfach herrlich. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ich freue mich schon wieder, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Und wie immer heißt es auch heute am Freitag, trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen.